يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له يا أهل بيت رسول الله حبكم بسم الله الرحمن الرحيم بما خمت على سفاي بايتا في القرآن أنزله Die Frage, wie wurden die Imame, die nicht unter Al-Kisa waren, zu Al-Bayt erklärt, damit sie überhaupt als fehlerfreien Anführer werden, wurde von anderen Geschwistern und Hamza gestellt, wie uns folgende Bilder zeigen. Die Frage wurde gestellt. Einen Tag später. عظيم القدر أنكم من لم يصل عليه Zwei Tage. لا صلاة له Weder Hamza noch die anderen Löwen und Anhänger des flüchtenden Imams wussten, wie er flüchtender Imam Ahlbayt geworden ist. Quatsch, die Löwen wissen sicherlich Bescheid, denn nicht so lange ist diese Frage offen geblieben. Ich habe die Antwort in einer Privatnachricht bekommen. Wisst ihr, warum Privatnachricht? Weil die Antwort so stark war und heimlich bleiben soll, wie der Rest des versteckten Glaubens der Rafida. Deshalb kommt man ja auch nicht zum Forum, weil man nicht alles vor den Leuten sagen darf. Vor allem, wenn man Geld anbieten möchte, damit die andere Seite die Wahrheit schweigt. Ups, habe ich etwas Falsches gesagt? Ach ja, das gehört ja auch zur Wahrheit, dass in vielen Ländern in Afrika und Asien, wer Schia wird, der bekommt einen großen Betrag von der iranischen Botschaft. Versteht bitte nichts Falsches. Ein Bekannter von mir hat es in Syrien einmal probiert. Er hat die iranische Botschaft veräppelt sogar, als er Schia wurde, das Geld einkassierte und dann den Schiismus verließ. Weshalb sind ja die Iraner arm, obwohl der Staat viel Geld hat? Sie kaufen Anhänger international. Und wenn du Gelehrter bist und viel lügen kannst, dann wirst du sicherlich gut bezahlt. Naja, das ist nicht unser Thema. Ihr wollt sicherlich die Antwort auf unsere Herausforderung sehen. Dann sehen wir folgendes Video zusammen. Das ist die Antwort auf unsere Herausforderung an Al-Batulti. Al-Batul. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wie wäre es jetzt mit einem Treffen, Herr Dr. Abu Bakr? Dort können wir uns ausdiskutieren und Frieden schließen. Islam ist Frieden. Das Datum ist 25. Juli 2010. Das ist der Kanal von Al-Batul. Ich drücke mal drauf, damit man sieht, dass das der richtige Kanal ist. Okay, das sind die Videos des Teams. Okay. Diese Nachricht kommt einen Tag, nachdem wir unsere Herausforderung veröffentlicht haben. Die Herausforderung wurde am 24.07. gestellt, Al-Batul wurde sofort benachrichtigt und die Nachricht wurde am 25.07. geschickt. Habt ihr gemerkt, welchen Fehler Al-Batul gemacht hat? Er sagte, Islam ist Frieden. Er weiß nicht mal, was das Wort Islam bedeutet und denkt, wie viele Unwissende, dass Islam Frieden bedeutet. Er weiß nicht mal, dass Islam nicht Frieden, sondern Gottergebung bedeutet, obwohl er friedlich ist. Deshalb ist der richtige Satz, Islam ist friedlich und nicht Islam ist Frieden. Es wundert uns sicherlich nicht, dass Al-Batul nicht weiß, was Islam bedeutet. Er weiß ja sowieso nicht, was Koran und Mushaf ist und wie man die Imame zu Al-Bayt erklärt hat und warum der Davidstern das heimliche Symbol des Schiismus ist. Etwas anders von diesem Team darf man ja nicht erwarten. Dass Al-Batul sich für Frieden mit mir interessiert, schließt irgendwelche mögliche Behauptungen aus, dass sie mich ignorieren wollen und deshalb auf meine Herausforderungen nicht antworten. Denn wollten sie mich ignorieren, dann hätten sie keine solche Nachricht an mich geschickt. Sie hätten keinen Frieden mit mir gewünscht.
Ich dachte mir, Al-Batul würden den Dschihismus und ihren Glauben etwas länger verteidigen, zumindest versuchen zu beweisen, dass ihre neuen Imame nach Hassan radiallahu anh mit Ahl-Bait zu tun haben. Anscheinend war es dem Rafida so heftig, mit einer ganzen Frage zu herausfordern. Man sollte angemessen sein und die Frage immer in vier Teilen und jedes Mal ein Viertel Frage stellen. Der Rafida, die über ihre Religion nicht anders wissen, als wie man die Sahaba beleidigt, waren klug und haben erkannt, dass sie mit den Sunniten nicht weiterkommen, außer mit Bedrohungen. Deshalb schickten sie mir sogar Leute, um mich mit dem Tod zu bedrohen. Glaubt ihr nicht, dass ich verfolgt und bedroht wurde? Seht mal ein Beispiel von den letzten Nachrichten, die ich bekommen habe, von den Anhängern von Al-Batul und den Fans von Hamza. So, jetzt zeige ich so ein Beispiel von einer Nachricht, die ich heute noch bekommen habe. Das ist mein letztes Video, der Jude Al-Mahdi und seine Identität aus den Schiabüchern. Wenn man nicht kann, außer zu drohen, ja, gehe ich auf Posteingang und dann lesen wir diese Nachricht, Koffer und Fitna für Ursache, ja, machen wir auf, dein Tod rückt näher, wer ist der Sender, Kanal von Lob, Love, 86, ja, zum Bedrohung, dass sie mich umbringen. Diese Genusskinder, nachdem sie nichts schaffen konnten, bedrohen sie mich. Das ist alles, was sie können. Okay? Das ist immer der Fall gewesen mit den Anhängern des flüchtenden Imams, schon seitdem ich meinen Kanal geöffnet habe. Sie wollen ihre Ziele mit Lügen, Gewalttheorie erreichen, aber nie mit Verstand. Ich habe mehrere Nachrichten bekommen, die mich bedrohen. Die sind alle, Alhamdulillah, gespeichert bei mir. Deshalb rate ich auch jeden Menschen, der mit dem Rafida debattieren will, sein Testament zu schreiben. Ich will diesen Rafida auch nirgendwo melden und ihn wegen Morddrohungen anzeigen. Ich will ihn auch nicht bei YouTube melden, wie die Rafida mein Video gemeldet haben, das ihr Gelehrten nackt gezeigt hat. Ich habe auch keinerlei Angst vor solchen Unwissen, selbst wenn sie mich umbringen würden. Ich würde inshallah als Märtyrer sterben, der für die Verteidigung von Al-Bait und der Sahaba stirbt. Meine Feinde sind die Verlierer in diesem Jenseits. Ich muss deshalb auch gerne eine Botschaft an alle richten, die mich bedroht haben. Habt keine Angst, ich werde mich an Allah wenden und nicht an die Menschen. Ich werde euch nirgendwo beklagen, obwohl ich all eure Nachrichten bei mir gespeichert habe. Ich habe aber einen guten Ratschlag für euch. Anstatt dass ihr nach mir sucht und wissen wollt, wo ich bin, geht doch euren versteckten Imam suchen. Ist für euch viel nützlicher, als in einer Lüge zu leben und zu sterben und dann die Hölle am Ende zu bekommen. Naja, ob meine Botschaft bei Leuten ankommt, die davon überzeugt sind, dass sie ohne Imam nicht denken können, bezweifle ich sehr. Die Reaktion von Al-Batul und seinen Schia war aber noch nicht beendet. Denn nachdem ich so viele Videos gemacht habe und die Gelehrten der Ablehner des Islams, deren Symbole darf ich denn aufgedeckt habe, und nachdem ich bewiesen habe, dass die Rafida Gelehrten in deren Büchern die Menschen außer die Schia, Schwule, Huren, Hurenkinder, Affen und Schweine genannt sind, die eigentlichen Schwure, Huren und Hurenkinder sind, die sogar den Geschlechtsverkehr mit Tieren erlauben, und nachdem ich die ganze Menschheit von diesen Lügen und Beleidigungen der Esel-Überlieferer verteidigen konnte, war der Schlag nicht nur für Hamza, sondern auch für sein Team und für alle Schia Deutschland so heftig, dass keiner sich traute, zum Wort zu melden und seine Religion zu verteidigen, sei es denn, um Frieden mit mir zu schließen. Ihr Versteckspiel ist immer dasselbe, die eigenen Schanden durch die Beleidigung der Sahaba verdecken. Das ist wie immer die einzige Errettung der Rafida. Moment mal, das war falsch von mir. Al-Batul hat doch auf meine letzten 30 Videos geantwortet und sogar sehr stark. Wollt ihr wissen, wie Hamza nach dieser Niederlage sein Team noch errettet hat? Dann seht ihr 3. Und das echte arme Wurstchen, ich meine Hamza, also der Löwe, seine Stärke zeigt. Wassalamu alaikum.